Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und einen Daumen hoch hilft jedem kleinen YouTuber im Algorithmus. Wir hatten ja gesagt, wir haben ja den einen Quest, den haben wir angenommen, in Baranica. Nee. In Moment, ich verwechsel die zwei immer. In Baranica, den einen haben wir angenommen. Oder war es in Baranica? Ne, Baranica war ja wieder dieser Zickenkrieg, den machen wir nicht. Und dann haben wir ja noch einen Gostobia, den wir erst erfüllen können, wenn wir irgendwo Bären kriegen. Und deswegen schauen wir nach Denika zur Kinga, ob die Bären hat. So, wir wollen aber auf alle Fälle wieder noch was zum Verkaufen mitnehmen, denn die haben alle noch Geld. Jetzt schauen wir erstmal rein, was wir noch an Holz hier reinpacken können. Was haben sie denn schon wieder? Holzstämme haben sie noch 96. Ich habe noch 920. Nehmen wir mal. Und können wir reinlegen. 300, denke ich mir. F, schauen wir mal. Drittel etwa. 296 ist eine gute Zahl. Alles klar. Den Rest packen wir wieder hierher. Irgendwann kriegt man die hier weg. So, jetzt schauen wir, was wir mitnehmen zum Verkaufen. Haben wir noch irgendwas einstecken? Wir haben noch Fleisch, das brauchen wir. Wir haben noch 14 mal Leder. Die Hose haben wir an. 43 Paar Schuhe haben wir noch. So. Einfache 6 nehmen wir mit. F54. Da haben wir noch 100 auf Lager, das dürfte erstmal reichen. Bestätigen. Wir haben so einiges Zeug, was wir hier verkaufen können. 48 Kilo. Wir schauen mal rüber ins Lebensmittellager, was wir der Kinga gleich noch verkaufen können. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Fleisch. So, was haben wir irgendwas Verdorbenes hier drin? Mal ja auch mal gucken. Verdorbenes 7, ne? Das lohnt sich nicht rauszuwerfen. Rote Beetesuppen haben wir mal. Welche drin? Und Kohlsuppen haben wir mal. Guck an. Das wird doch jetzt langsam. So, was haben wir noch drin? Haben wir denn auch Eintöpfe? Eintöpfe machen sie auch. Fladenbrot ist sogar mal 2, nicht nur. Sonst war immer bloß 1 drin. War immer das gleich wieder weg. So, wir nehmen von diesen 75%igen Fleisch. Wir können tragen 31 Kilo. Gut, nehmen wir eine runde Zahl, 150. 30 Kilo. Und jetzt laufen wir mal rüber. Noch was ganz vergessen. Ganz vergessen. Habe ich noch Breitblättrigen einstecken? Jawohl. Das war ja. Das Wiesent,
was uns hier einen Haufen gekostet hat. Komm heute nicht weg hier, wir brauchen doch was zu essen. Ich habe doch noch einen Eintopf, habe ich noch einstecken. Den esse ich gleich mal. Und da hole ich mir mal noch zwei hier raus. Oder drei. Einen. Und ein Fladenbrot. Da haben wir genügend mit zum Essen. Wasser haben wir noch dabei. So, und jetzt flitzen wir mal rüber zur Kinga. Haben sie alle schon vorbereitet, ist gepflügt und gedüngt und fein gemacht. Wenn die Lebensmittelhändler in der Küche keine Beeren haben, da finden wir auch keine. Unsere haben sie öffentlich aufgefuttert irgendwie, keine Ahnung. Oder aus der Taverne, die haben sie geholt und haben irgendwelches Getränk draus gemacht. Wie spät haben wir es denn? Wo sind denn die alle? Kinga. Ja, ja, zeig mir deine Ware. Only the best products here. Die hat Beeren. Da kaufen doch gleich die 25 Beeren ab. F-E-F. Perfekt. Und du kriegst jetzt, Mädel, du kriegst jetzt von mir Fleisch. Ich habe noch 150 Fleisch einstecken. Ach so, ja, das ist ja das, was ich verkaufen will. Stimmt. Die 50 nehme ich mit vor. Die eine Holzschale kriegst du noch. Und dann kannst du bestimmt auch noch Broschüre unter die Leute bringen. Gut, alles klar. Mach's gut. Have a good day. Dir auch. So, jetzt gehst du deiner Mama. Hallo, Mathilda. Na ja, zeig mir deine Ware. Whatever you need, I've got it. Job Section. Wenn die alle kaufen können, guck mal an. Und dann habe ich noch erstmal das Leber, damit ich das wegkriege. Und noch ein paar Schuhe. Ein paar kannst du mir abkaufen, wie es aussieht. Alles klar, habe ich noch was? Nee, noch mehr habe ich nicht für dich. Nein, und tschüss. Mach's gut. Goodbye! Hübs wieder, hustet. How can I help you? Best goods in the valley. Ja, ich habe jetzt Schuhe für dich. Schuhe, 31 Bar. 12 Bar kann man kaufen. Alles klar. Leb wohl, mein Freund. Have a good day. Du auch. So, meine Freunde, jetzt geht's los. Wir laufen hier unten lang. Nach Veronika. Wenn nichts weiter dazwischen kommt, sehen wir uns in
Franika wieder. Alles klar, bis gleich. Hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Seht ihr sicher vorne sitzen, die Banditen. Die Drecksäcke. Halt. Erst noch mal gucken, wo ich die Axt habe. Die haben wir auf der 2, alles klar. Also. Die drei Pfeifen waren dann wirklich jetzt kein Problem hier. Das sind ja drei Pfeifen gewesen, oder? Aber hier, guckt euch das an. Mit drei Pfeilen drin greift er dich noch an. Und vergiftete Pfeile hat er drin, mit sogar vier. Das ist schon ein bisschen komisch. Und der hier auch. Ein ins Herz sogar, seht ihr das? Aber da läuft schon noch ein bisschen. Gut, regen wir uns nicht drüber auf, es hat eh keinen Sinn. Münzen hat er auch, guck an. Nee, dem gebe ich keine Bären, ich will deine Münzen haben, Freund. Freilich, ich steck dir noch die Bären ein, oder was? So, den komischen Knüppel, mal gucken, was der hat. Der hat auch Münzen, das sind mal ein paar Reiche gewesen. Und einen Käse hat er. Ist ja noch was? Nee, wenn noch eine komische Musik ist. Da hat eine Weinflasche. Gibt sie die her? Gebratenes Fleisch. Und 87 Münzen. Gut. Die Axt habe ich weggenommen. Hat der noch was, was wir wegnehmen können? Nee. Das Messer kriegen wir ja nicht. Also gucken wir mal, was ihr in eurem Lager noch versteckt habt. Hier ist erstmal ein vergifteter Pfeil. Wieso ist der hier? Der hier auch. So weit daneben soll ich geschossen haben, das kann es ja nicht sein. Steinmesser. Und zack, da haben wir drin. Fladenbrot. F-E-F. Gesalztes Fischfilet. Noch Haferbrötchen, 2. Und was haben wir denn noch? Dann haben wir noch eine Trinkschlauch. Eine Bettdecke. Ich habe allerhand hier, guckt euch mal an hier, Feuerholz und ein Rucksack. Die haben wir noch in der Flasche, ein Kirschwein, hier ist auch noch eine Flasche, Roggenbier. Den ging es ja nicht schlecht. In ihrer Blatlager haben sie nichts liegen. Hier auch nichts und es hängt auch nichts weiter hier rum. Den Sack haben wir durchsucht. Mal noch hier hinten rumschauen, ob sie da noch was rumliegen haben. Nö, auch nicht. Alles klar. Naja, es war ja reichlich Beute, die wir hier gemacht haben. So, Gott, jetzt schwimmen. Ne, wir gehen hier über die Brücke. Das ist die Brücke nach Hütgi und wir laufen hier unten am Weg, am Wasser lang. So, da wird jetzt eigentlich, ich hoffe mal, nichts weiter passieren. Deswegen sage ich schon mal wieder, wir sehen uns in Baranica wieder. Alles klar, meine Freunde. Bis gleich, wenn was passiert, seid ihr dabei. So, hinter diesem Hügel liegt Baranica. Die Schafhändlerin.
Dummes Schaf. So, wo ist er denn? Hey, old friend. Nee, ich will nicht mit dir reden, mach's gut. Goodbye. Mit dir will ich reden. Du läufst einfach so an mir vorbei. Gut. Schauen wir mal, kann ich überhaupt noch jemanden mitnehmen mit unseren Häusern? Ich glaube nicht. Nein, alle Häuser sind voll belegt. Alles klar. Also geht's jetzt nach Gostovia. Wir setzen uns den Wegpunkt hier hin zur Brücke. Gut. Also. Auf nach Gestöber. Was? So weit? Hier nicht, wo? Das haben wir den richtig gesetzt. Ja. Gut. Ah, hier müssen wir auch nochmal aufpassen. Hier könnten sich trotzdem noch welche Nachbarn außen rumtreiben. Ich hätte da hinten noch was verkaufen können. Haben die noch was zum. Die haben doch einen Händler. Dann laufen wir nochmal zurück. Das ist nicht allzu weit. Da ist es doch. Ich habe da noch ein paar Schuhe einstecken. In der Stirbjahr habe ich doch schon gehandelt. Die haben doch fast alle kein Geld mehr. Auf alle Fälle hier oben das Mädel, was die Schafe verkauft. Die hat noch Geld. Da kann ich ein paar Schuhe andrehen. Da drehe ich auch den Krempel an, den ich beiden. Ja, der Alina. Hallo, zeig mir deine Waage. Ware. Ich wage. Best goods in the valley. Die kriegt den Krempel, den wir bei den Banditen gefunden haben. Guck mal, die Bretter kannst du gebrauchen, wenn dein Stall kaputt ist. Kannst du ihn selber reparieren. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch gefunden. Eine Eisenachs, die reicht ja doch, oder? Die 12% sicher. So, den Strohhut, damit du im Sommer keinen Sonnenstich kriegst. Dann haben wir noch hier gebratenes Fleisch. Schönes gebratenes Fleisch. Nochmal gebratenes Fleisch. Dann noch ein bisschen Fischfilet, gesalzenes. Ja. Die in Holzschale kannst du kriegen. Dann verkaufe ich dir diesen Kirschwein, aber trink nicht zu viele. Einen Käse. Und dann habe ich noch 19 Paar Schuhe. Also plus 7 Paar kaufen. Und den Tonkruch, den kriegst du noch. Das heißt, du noch einen 50er einstecken. Alles klar. Mach's gut. Have a good day. Ja, ja, du auch. Ich habe einen guten Tag. Ich habe gute Geschäfte gemacht. So, hier haben wir doch noch einen Händler. Hier haben wir doch noch einen Händler. Und zwar ist das die Kräuterfrau. Oder der Kräuterkerl. Oh, Norbert. How are you? Ah ja, zeig mal deine Ware. Only the best products here. Guck mal, ich hab Brennholz habe ich da mitgebracht, damit du dir eine warme Bude machen kannst. So, was habe ich denn noch? Ich habe noch eine Kupfersichel, die kannst du garantiert gebrauchen. Ein Roggenbier habe ich für dich, aber trink's nicht auf einmal. Und noch 6 Paar Schuhe. Das ist immer noch 92. Da kann ich noch die Weidenkiste verkaufen und die leere Weinflasche. Das ist immer noch 41. Naja, da hast du nichts weiter, mein Freund. Hast du Pech gehabt. Naja, ich verkaufe mal noch ein bisschen Fleisch. In Gostovia brauche ich doch bloß, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Leb wohl. Have a good day. So, jetzt haben wir unseren Krempel fast alles los. So, jetzt geht's aber auf nach Gostovia. Wie spät haben wir's? Wir haben 14.23 Uhr. Alles klar, meine Freunde. Halt, weg hier. Alles klar. Und wir sehen uns, wenn nichts dazwischen kommt, kennt ihr ja, in Gostovia wieder. So, Gostovia ist in Sicht. Und dann können wir hoch zur Jarogniva.
den Quest annehmen und auch gleich erfüllen. So, da schauen wir mal, wo ist denn die? Die ist wieder auf dem Feld, denke ich mir. Nee. Hä? Die zu Hause. Da kommt sie doch. What can I do for you? Kann ich dir bei etwas helfen? Wollen wir dich bezahlen? Familie ernähren. Vorräte sind erschöpft. Hier mal Fleisch und drei Beeren. Komm, komm, renn nicht weg. Ich hab das Zeug. Ich denke, alles ist eine faire Bezahlung für eine leichte Arbeit. Perfekt. Haben wir erledigt. So, was haben wir denn jetzt wieder? Schauen wir mal unsere Verwaltung. Jetzt haben wir 44.069. Aber ich denke, wir können auch wieder einen holen. Die 44.000 sind voll. Perfekt. 149 haben wir in der Bevölkerung jetzt. Na prima. Gut. Und wir gehen jetzt halt nach Hause. Können wir hier sonst noch. Ne, wir gucken mal dahinter. Wir schauen mal hier hinter, ob da hinten irgendwelche Banditen sich rumtreiben. Beziehungsweise oben an den kleinen Wasserfall. Ob da was rumliegt. Wir kommen ja nun nicht oft nach Gostonia. Da müssen wir schon mal schauen. So, wir machen aber trotzdem mal eine Schnellspeicherung, falls hier irgendwas schief gehen sollte. Da haben wir keine Lust, hier jetzt abzunippeln. Da, schauen wir mal. Schleichen wir uns mal hier über den Hook. Muss man wieder durchs kalte Wasser. So, wir gehen mal in den Hock. Dann runter in den Hock. Und Zeilenanschlag. Die waren doch gleich hier unten am Weg. Keines da zu sein. Nö. Doch. Da dort sitzen sie. Weg ist er. Der hat uns aber ganz schön erwischt, Herr Sacksack. Hat das gesehen hier? Guckt mal uns an unser Wegerich an hier. Müssen wir erstmal was essen. Die hatten wieder einen Schützen dabei. Naja, wir haben welche zu Hause. Da können wir ja wieder nachfassen. Hat nicht mal gereicht. Wir haben noch 126 von 130 haben wir wieder aufgefrischt. Eisenpfeil her. Und der? Ach, die ist mit ihren blöden Knüppeln. Aber der hat Münzen. Deswegen waren sie so widerspenstig. Die wollten ihre Münzen nicht hergeben.
Ja, wo ist der zweite? Hier. Was ist denn der? Ein Eisenspeer, alles ist klar. Gut. Ja, guck mal, was hast denn du drin? Äpfel. Eine Bierflasche und ein Käse und 54 Münzen und 8 Zwiebeln. Ist klar. Und da unten liegt der Schütze. Ah, hat alles Bauchschüsse gekriegt. Hat er so? Ich habe eigentlich hochgezielt. Na ja, gut. Egal, an Bauchschüssen gehst du auch kaputt. Eisenpfeile, 18. Gebratenes Fleisch, ein Käse und ein Rekufbogen. Alles klar, Herr David, das ist meine. Nee, an die kommst du nicht ran, an die Pfeile, die er auf dem Rücken hat. Was haben wir denn hier? Davor, ich habe schon einen Geldsack gesehen. Hier ist noch ein vergifteter Pfeil, ein Knüppel. Naja, hier haben wir noch einen Trinkschlauch, Feuerholz, Brennholz. Ja, und hier einen Beutel mit 75 Münzen. Naja, die wollten sie wahrscheinlich gerade aufteilen, die Beute. Ja, noch was auf dem Schlafsack, hier ist auch nichts mehr, alles klar. Jetzt gucken wir nochmal hoch. Und einen Wasserfall. Und dann laufen wir nach Hause. Hat sich doch mal gelohnt. Es liegt da irgendwas. Ja, da ist ein verlassenes Lager. Da finden wir bestimmt was. Ja, hier liegen erstmal Eisenpfeile. Und dann liegt hier eine Bronzeaxt. Brennholz, naja, eine Fackel. Was haben wir hier drin? Nix ist hier drin. Aber hier der Session Sack. Was haben wir denn hier wieder? So einen affischen Strohhut. Naja, gut, den nehmen wir an. Mit den haben wir ja auch verkauft. Und hier ist nochmal ein Trinkschlauch. Noch ein Rekufbogen, ein 80er und nochmal 95 Münzen, hat ja einer liegen lassen. Den Eimer nehmen wir auch mit. Und hier haben wir nochmal gesalzenes Fischfilet, eine Flasche Met. Na, willst du die nicht mitnehmen? F-E. Die nehmen wir auch mit, alles klar. Und den anderen Sack haben wir da drinnen. Auch nochmal gesalztes Fischfilet, Leder, ein paar Pelze und Salzfleisch. Da liegt ja sonst noch was rum. Nein, reicht ja auch. Wir haben ja genügend Beute gemacht heute. Gut, und jetzt, man sieht, es wird schon langsam wieder dunkel, meine Freunde. Hier hinten rum liegt auch nichts mehr. Alles ordentlich absuchen. Nö. Nee. Also, gibt sich der Rasi mir auf dem Heimweg. Und jetzt auch mal hier die Brücke. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, denke ich. Sonst gibt es ja jetzt hier nichts. Oder können wir das noch? Wir können vielleicht von dem Zeug noch was in Gostovia verkaufen. Bei wem können wir noch handeln? Nur ja, kein Händler mehr, der viel Geld hat. Nee, haben wir nicht mehr. Den Edwin haben wir ausgeflöht. Den Sobimir haben wir ausgeflöht. Rosalinda, die hat auch nichts mehr in der Taverne. Den haben wir noch, das war's dann auch schon. Die Angelina, die Köchin. Da waren wir auch. Und außerdem ist es jetzt, ich glaube nicht, dass die noch mit uns handelt. Es ist 19.18 Uhr. Nein, es hat sich erledigt, meine Freunde. Horati läuft jetzt nach Hause und wir sehen uns
zum letzten Wintertag wieder und da werden wir in unseren Außenposten laufen. Da dort läuft schon wieder jemand. Da geht ins nächste Dorf. Warum verirrt sich mal niemand in unser Dorf? Da ist die Lina. Also einmal läuft sie da hinten rum, die weiß nicht, wo sie hin soll. Na ja gut, alles klar. Das nächste Mal nehme ich dich mit, wenn ich ein Haus habe. So, alles klar, meine Freunde. Ist das nicht eine herrliche Winterlandschaft? Vom Mondschein sieht richtig geil aus. Gut, wenn wir hier ins Schwärmen kommen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.